Nigga, we born to fight. Say that we never be weak. I trap from the west to the east. I'm saying up. I had three dice. I used to trap in the streets. Nigga, we ballin' the feast. I keep the strap in my cheeks. Nigga, we born to fight. Say that we never be weak. I trap from the west to the east. I'm saying up, pray on my knees. Nigga, roll the dice. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Bruder. Freunde, bevor ihr das Video hier seht, weil es kommt ein bisschen später, checkt erstmal das Video bei Danny ab. Fuck, bin ich gebrochen. Ich muss mich hier gerade richtig in die Aufnahme reinfühlen. It happened again. Ja, kurz vor dem Tod, die Vereine töten. Super Idee, Danny hat ein neues Format. Was geht, Prones? Discord-Quiz. Cool. Ja, was geht ab, Leute? Prones ist auch am Start. Ja, wir haben beide Teams, die so knapp 3,5 Millionen wert sind. Ihr seht es. Wir kriegen gleich 12 Fragen gestellt. Da sind unterschiedlichste Fußballfragen. Ein cooles Beispiel, das hatten wir im anderen Video, ist, wie viele Bälle schafften näher zu nähen in 7 Stunden. Solche Fragen und so Kram kommt ihr auf jeden Fall gleich. Wer mehr Punkte sammelt, gewinnt. Wer weniger Punkte hat, discardet. Seht ihr am Ende alles. Und ja, wir haben natürlich auch jemanden, der die Fragen rausgesucht hat. Einen neutralen Mann. Was geht heißen? Moin Leute, was geht ab? Ich habe ein paar Fragen für euch am Start. Genau, 12. Um genau zu sein und ja, bin gespannt. Aber wird wild, auf jeden Fall danke an Danny, dass er auch sein Format hier bringen darf, ne? Kuss geht raus. Jungs, checkt auf jeden Fall seinen Kanal, sein Video ab und natürlich auch heißen, wisst ihr Bescheid. Und ja, Mann, du hast ja gerade erklärt, wir haben 2 Teams gebaut, Format ist relativ simpel, wir kriegen 12 Fragen gestellt und immer wenn man eine Frage halt richtig beantwortet, dann safe man sich quasi ein Spiel, aber ist alles selbsterklärend. Ich würde sagen, wir können eigentlich reinstarten mit den Fragen. Na genau, der Verlierer safe für jede richtige Frage. Oder richtige Antwort, die er beantwortet hat, ein Spieler. Und der Gewinner darf für jede richtige Antwort, die er hat, beim Verlierer discarden. Also der Gewinner saved sogar sein ganzes Team. Das ist auch geil. Genau. So. Nochmal zur Erklärung. Ich habe heute ein paar schwere Fragen genommen. Letztes Mal waren ein bisschen einfache Fragen bei Danny auf dem Kanal am Start. Aber wir haben hier 2 Fußballfachmänner am Start. Und deswegen kommen wieder schwerere Fragen. Ich würde sagen, ich starte mit der ersten Frage, oder? Yeah. Yes. Okay, machen wir mal als erstes die hier. So, wer gehört nicht zu den 3 Fußballspielern, die sowohl 2014 Weltmeister als auch 2017 Confed Cup Sieger wurden? Es sind zur Auswahl Draxler, Mustafi, Ter Stegen und Matze Ginter. Also wer gehört nicht dazu? Also genau, 3 wer gehört davon nicht? Haben dazu gehört und einer nicht und wir sollen jetzt sagen, wer der war denn nicht, ne? Genau, es sind 4 Spieler und einer war nicht dabei. Also der war sowohl an der 2014 an der WM und 2017 Confed Cup Sieger, davon war einer nicht dabei. Draxler, Ginter, Ter Stegen und? Wir haben einmal Jule Draxler, Mustafi, Ter Stegen und Matze Ginter. Und einer war nicht davon dabei. Ja gut, das ist für mich raten, also ich weiß es nicht. So ein 50-50-Ding, ne? Echt? Für mich ist so 25-25-25-25-Ding. Wer war nicht dabei? Ja, ich halt rein. Übel schwer, finde ich. Okay. Ich löse da mal auf. 2014 war am Tor Ter Stegen, aber 2017 war der Mann nicht dabei. Also es ist Marc-André Ter Stegen. Krass. Ja, okay. Gar nicht dabei war. Nee, da nur Kevin Trapp. Ich glaube, der Mann war verletzt, wenn ich mich nicht irre. Auch mal Glück haben, ne? Bei 25, 25, 25, 25, ich hätte, oder? Hast du Ter Stegen? Ja. Ja. Halsmaul, bin schon wieder raus. Ich hab ja keinen Bock. Ja, du hast vorhin mit 3 Punkten geführt genommen bei mir auf dem Kanal. Erst diesen Mustafi habe ich auch kurz gedacht, weil man weiß, dass er im Finale gespielt hat. Aber der ist einfach, finde ich, von denen allen so der schlechteste und deswegen wäre es viel zu auffällig, wenn der es wählt. Aber ich dachte, Ter Stegen ist der Beste, das ist so der Trick hinter der Frage. Ja, bei Draxler weiß ich, dass er da, meine ich, Kapitän war 2017. Ja. Ich meine, er war Kapitän bei dem Turnier. Da frage ich mal eine andere Frage, nämlich, welches südamerikanische Team hat noch nie an einer Fußball-WM teilgenommen? Gibt es Auswahlmöglichkeiten? Also, nee, also, nee. Also es gibt nur ein südamerikanisches Team, gibt es nur. Was noch hier in der Fußball... Ehrlich? Ja. Ja, eins nur aus ganz Südamerika. Okay, das ist krank. Welche Länder gibt es in Südamerika? Brasilien. Also ich kann, sag schon mal, Brasilien, Argentinien sind es nicht. Ja, das ist schon. Danke, Bruder, danke. Ja, hey, es gibt voll viele, was? Hä? Das gibt doch selten. Wie heißt denn dieses eine Land da? Ich glaube, das ist es wirklich. Warte. Wie heißt das? Südamerikanisches Land. Was noch nicht bei einer WM dabei war. Also die Malediven, die zählen wir jetzt nicht als, als Land sozusagen. Malediven? Ich dachte immer, die sind ja von Indien. Nee, die sind die Falklandsinseln. Sind Alter. Nee, Malvinien. Malvinien, sorry. Du hast recht. Ich dachte schon. Du hast irgendwie zum Obst gemacht. Einfach Moderator macht sich zum Obst, schade. Alter, fuck, ich glaube, ich weiß es. Ja, jetzt
Digga, ey. Okay, lockt mal ein. Haut mal eure Antworten raus, Jungs. Ich gebe keine Antwort ab. Also ich hab, glaube ich, im Kopf, welches Land das ist. Ich hab's völlig falsch geschrieben, glaube ich. Aber ich meine, das ist so ein richtiges, kleines Shitland, das, glaube ich, sogar in so mehrere Teile aufgeteilt ist, in so französisch irgendwas. Das liegt irgendwie oben rechts in Südamerika. Wenn es das Land ist, was ich denke. Weil ja, alle anderen, Peru, Kolumbien, Argentinien, die waren alle. Ich hab nichts aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie dieses Land heißt. Ich komme nicht auf den Namen. Also ich hab nichts. Aber ich warte, ich will, gib mir einmal die Südamerika-Karte. Ich will nur gucken, welches Land es ist. Ob es wirklich Guana, das ist das, was ich gedacht habe. Okay, jetzt kannst du auflösen. Es ist Venezuela. Hä, hey, Guana war mal dabei oder was? Bei welcher WM waren die denn dabei? Hä, ich hab Puerto Rico. Waren die schon mal dabei? Sind die, das ist nicht zentral? Guana war 1982. Was redest du? Steht ja, okay, das ist krank. Das kann ich. Puerto Rico ist doch. Ist auch noch. Ist Mittelamerika. Nee, ist Mittelamerika. Ist es Mittelamerika schon? Ja, die sind genau neben Domrep und Kuba und so. Ist 1982 traf Guyana. In der Gruppe A traf man dann auf Kuba. Ja, irgendwie hier. Auf jeden Fall sind sie ausgeschieden mit 0 Punkten. Sehr coole Frage, ehrlich. Sehr coole Frage. Wie viel. Jetzt kommt mal wieder nicht so eine coole Frage wahrscheinlich, sagt ihr. Wie viel darf ein Fußball höchstens wiegen? Also, ich finde das gar nicht mal so eine Intro. Die, die Frage finde ich auch okay. Und die ist mit dem Nähen hat mich gekillt letztes Mal. Das waren diese Mathe-Fragen, weißt du? Ja, das ist ehrlich, aus Mathe-Buch. Für mich war es kein Fußball-Quiz mehr. So, wie viel darf ein Fußball höchstens wiegen? Simon kommt mit 3 Satz und sowas. Ich dachte, wo bin ich hier? Ich darf den Fuß verwiegen. Ja, ich hab voll geraten, Alter. Das ist das Maximal. Also das ist jetzt höher als der Standard. Ja. Wir reden von der Maximal. Also das vom Regelwerk maximal. Es gibt echt diese Bälle, die so richtig doll aufgepumpt sind, die man als Kind getreten hat, wo man sich den Fuß gebrochen hat. Ja, okay, ich hab eingeloggt. Ah, ist voll geraten, Alter. Wahrscheinlich liegt gleich 2-0 hinten. 11. Es sind 450 Gramm. Ja, Glückwunsch Simon zum Punkt. Digga, Big, ich hab 480 Gramm, let's go! Jo, ich hab 3 Kilo. Das war Medizinball. Bowlingkugel einfach. Bruder, hast du bei Felix Magath trainiert oder was? Was machst du? Digga, als Kind kam das echt so rüber, als wären die Fußschwer. Scheiße, Mann. Einfach, er spielt Fußball mit so einer Hantel. So, Leute, wie viele Abwehrspieler dürfen zur gleichen Zeit auf dem Spielfeld sein? Hä? Was? Was, Bruder? Wie viele Abwehrspieler dürfen zur gleichen Zeit auf dem Spielfeld sein? Gibt es da eine Regelung für? Was für wie viele Abwehrspieler dürfen auf dem Spielfeld sein? Warte, wie viele Abwehrspieler? Ach nee, kein Plan, Digga. Von einer Mannschaft. Jetzt mache ich mich wieder zum... Ah, von einer Mannschaft, ja, ich habe insgesamt auf dem Feld, dann muss ich nochmal korrigieren. Aber das, die Frage, die rasiert mich leider gerade wieder. Ich weiß nicht, ob das hier Fun-Frage ist oder ob ich einfach lost bin. Okay, Antwort? 10. Ja, auch 10, außer Keeper kann okay, 10-0-0 spielen. Ja. Ist aber korrekt. Ich hatte erstmal 20, weil ich dachte von beiden Teams 10. Genau, das war eine kleine Fun-Frage. Ja, aber ich wollte schon sagen, es gibt ja gar keine Definition, ob du jetzt Verteidiger oder Mittelfeldspieler bist. So. Ich frage mich, ob einer das von euch weiß, nämlich singt Herbert Grönemeyer öfter bei einem Fußballverein, beziehungsweise sogar vor jedem Heimspiel. Bei welchem Bundesliga-Verein ist das der Fall? Da weiß es schon mal einer, ich höre da schon das Schreiben. Ja, nicht wissen, aber... Digga, ich weiß nicht, ob ich das Lied schon besoffen im Club gegrölt habe, Alter. Hätte jetzt gesagt, besoffen im Schalke-Stadion, hätte ich meine Antwort nochmal geändert. Ah, ne, warte, Bundesliga, sorry. Ich hab drin. Ja, sag du, Danny. Hey, ich hab Bochum, aber ich weiß es nicht. Ja, ist richtig. Ja. Bochum, ich komm aus dir! Junge, geil, Alter, immer beim Feiern. Braucht man aber Pegel für. Wer wurde 2010 jüngster deutscher Nationalmannschaftsdebütant seit Uwe Seeler? 2010. Warte mal, wir reden. Ja, genau. Da wurde ein Debüt gegeben von einem deutschen Nationalspieler. Und er ist der jüngste seit Uwe Seeler. Wer ist es? Du musst nur solche Obstfragen hier, ne? Wo man sich richtig blamieren kann. Also, du hast dich ja schon einmal blamiert. Vielleicht machst du das jetzt. Du doch auch. Du brauchst gar nicht schießen. Warte ganz kurz. 2010. Jüngster Nationalspieler seit Uwe Seeler. 2010. Testspiel wahrscheinlich. Testspiel, Quali-Spiel. Wir reden nicht von WM, EM. Wir reden von einem Debüt. Das kann ja sowohl im Freundschaftsspielmodus sein, als auch ein Pflichtspiel. Das ist ja egal. Aber
Debütant, also wurde eingewechselt. Ey, er macht ehrlich so Schlag den Rab mäßig, so hinterfragt Fragen und so Geist. Bei mir ist wieder kein Stich, der Typ ist wieder am Überlegen, bei mir ist das wieder eine 100 zu 100 zu 100 zu 100 Quote. Es wird eh irgendjemand voll Unauffälliges sein. Ich glaube sogar eher nicht. So, lock mal ein, Leute, was habt ihr? Pap. Ach, der Pap Götze, das weiß ich mal. Ich habe auch Götze. Echt? Und das ist korrekt. Mario Götze. Nice. Burgi, das ist stabil. Ist nicht gerade die Afrika-Meisterschaft? Ja, ne? Ja, dieser Mann, ja nur. Genau, dann ist mal die Frage, die erste afrikanische Mannschaft, die ein olympisches Fußballturnier gewann, war welches Land? Ach, Junge, Mann, sag doch, wer erst einen Afrika-Cup gewonnen hat. Das könnte ich dir ehrlich aus Ärmel schütteln. Ja, das wäre zu leicht. Die Leute schreiben in die Kommentare, zu leicht, zu leicht, zu leicht. Das ist ein afrikanisches Olympia, Team, das was gewonnen hat? Olympia. Und ich gebe euch einen Tipp. Das erste olympische Fußballturnier gewann 1996 in Atlanta. Ja, jetzt müsst ihr mir das Land nennen. Keine Ahnung. 96 in Atlanta. So, halt rein. Mit gar keine Ahnung. Afrika, ne? Kann ich auflösen, Simon? Ja. Nee, ich habe Ägypten keinen Plan. Was ist es? Nigeria. Ja, okay, keiner will das richtig entscheiden. Was hast du aufgeschrieben? Kamerun. Ägypten hat, glaube ich, den ersten Afrika-Cup gewonnen. Digga, über Afrika-Cup, ey, ich letztens erst ein Video geguckt, dass beim ersten Afrika-Cup nur drei Mannschaften teilgenommen haben, weil Südafrika disqualifiziert wurde, weil die entweder ein komplett weißes oder komplett schwarzes Team stellen wollten. Und das hat dann, ja, für so viel Diskussion gesorgt, dass sie disqualifiziert wurden. Bla bla bla. Kommt auch mal mit Olympia. Schade. Ja, so ist es. Krasse Frage. Geile Frage. Okay, dann machen wir mal weiter. Nämlich habe ich auch noch eine coole Frage, finde ich persönlich. Nämlich, seit wann? Also man redet ja immer über die Schiedsrichterleistung, aber seit wann gibt es denn überhaupt Schiedsrichter beim Fußball? Das ist eine kleine Schätzfrage. Das bedeutet, ihr schreibt jetzt das Jahr auf und die Person, die am nächsten dran ist, bekommt den Punkt. Oh, gab es mal Fußball ohne Schiedsrichter? Tatsächlich gab es früher, habe ich auch mal nachgeschaut. Wie sieht das denn? Gab es ja auch keine Fouls quasi oder was? Dann gab es auch kein Tor, weil die Gegner schon manchmal sagen einfach, er war nicht drin oder was? Hä? Ja, also es wurde sich selbst, also ich finde die Idee eigentlich ganz cool, nämlich wurde dann selbst gesagt, ja okay, das war ein Foul oder es war halt kein Foul. Das ging schon in der Schule nicht gut. Und dann kam Atletico Madrid und hat gesagt, nein. Das ging ehrlich schon in der Schule nicht gut, wie war es da auf dem Platz? Ich habe 1880. 1895. Punkt an Simon, 1882. Let's go! Big! Auch mal Glück haben! Und genau das war auch das Problem, was ihr meintet, nämlich die Unstimmigkeit häuften sich und deshalb hat man einen Schiedsrichter ins Spiel berufen. Und dann gab es tatsächlich wirklich, müsst ihr euch vorstellen, bis 1890 sogar noch, die Linienrichter waren nämlich früher wirklich Leute aus dem eigenen Team. Trainer, aber die durften, ja genau, aber die durften nur sagen, ob der Ball im Aus ist oder nicht. Mehr hatten die nicht als Aufgabe. Also in der Kreis die jetzt immer noch teilweise, oder? Wer hat immer Väter als Schiris, war auch gut. Irgendwelche Onkels, Digga, die dann immer gesagt haben, war nix. Bein hängt nur noch an einem Faden dran, egal, Ball gespielt, weiter geht's. Jalla. Machen wir eine kleine 50-50-Frage. Nämlich, wir machen mal wieder den Follower-Modus an. Wer hat mehr Follower auf Instagram, Lukas Barrios oder gesamte Schalke 04? Für die jüngeren Zuschauer, Lukas Barrios, glaube ich, Stürmer von Dortmund, ehemaliger. Wer hat mehr Follower? Und ich sag mal so, ich würde jetzt nicht Lukas Barrios nehmen. Du würdest es nicht nehmen, wenn die nicht nah aneinander wären. Wahrscheinlich sind es nur so 200.000 und... Ne, wobei 200.000 schon viel. Wie viel hatte? Wir haben vorhin Schalke... Schalke war 1 Million glatt. Habe ich vorhin nachgeguckt, weiß Simon auch. Also ich verrate ihm hier gerade nichts, was er nicht weiß. Aber Barrios hat da mehr als 1 Million glatt? Also ich würde ihn nicht nehmen, wenn er jetzt 10.000 hätte. Ja, ist klar. Also der wird schon... Ja, das ist halt so schwer, weil, also zum Beispiel Deutsche sind so, was Social Media Follower angeht, voll wack. Wir hatten nämlich gerade drüber gesprochen, so. In Deutschland bist du in der Top 5 der Bundesliga-Vereine mit irgendwie 300.000 Followern. So, das ist halt echt krass wenig, so. Ja, aber bei Südamerika weiß man ja aufgrund von James Rodriguez und was weiß ich, die... Ja, die drehen komplett durch. Es ist eine 50-50-Angelegenheit, glaube ich. Ja, man muss halt bedenken, Heisen weiß auch, dass wir wissen, dass die Südamerikaner alle viele Follower haben. Also wie schlau wäre es, wenn jetzt wirklich einen nimmt, der mehr als Schalke. Das ist glaube ich echt ein Verraten. Ich hab drin. Ich auch. F in den Chat, ich hab Barrios. Ja, auch Barrios. Okay, man kann es nicht weiter wegziehen, ist egal, ob richtig oder falsch ist. Also, dann, wollte euch ein bisschen auseinander, also aus ein bisschen tricksen, nämlich habe ich extra einen Südamerikaner gesucht, der wenig Follower hat. Lukas Barrios hat nur 400.000 Follower, Schalke 04 nur 1 Million. Ja, passt. Es war nicht so leicht, einen Südamerikaner zu finden mit wenig Follower. Also, aber ehrlich, wie krass die da alle durchdrehen, ne? Ja, genau, so James Rodriguez oder so ist wirklich verrückt. Es sind noch drei Fragen übrig. Ich glaube,
Simon, du führst mit einem, also kann eklig werden jetzt hier. Nee, ja, mach weiter. Mach gute Fragen jetzt. Okay, wir nennen wir mal nur den Schätzfragen, Verein. Nur Schätzfragen, dass ich noch drehen kann. Nee, das ist keine Schätzfrage tatsächlich. Nämlich müsste man jetzt den Verein nennen, der die meisten absolvierten Spiele in der ersten Fußball-Bundesliga von 1963 bis 2020 hat. Wer hat die meisten absolvierten Spiele in der ersten Fußball-Bundesliga? Halt rein. Nein, die Frage ist doof. Die meisten absolvierten Spiele. Ja, ihr googelt einer. Hallo, ich höre Tasten. Ja, das bin ich. Ich halte schon rein, aber gut. Ach, Mann. Ist das offensichtlich? Die Frage, die geht um viel, ne? Ich will meinen Runde halt nicht rutschen gehen sehen. Ich muss die richtig haben. So, Lock 1, Danny. Simon, was hast du für eine Antwort? Ah, nein, ich hab noch nicht einen Lock. Warte kurz. Also ich hätte niemals Hamburg gemacht, ich mache was anderes als Hamburg. Aber ich überlege gerade, ich schwank zwischen zwei anderen Teams. Welchen von Hamburg? Wen von beiden nehme ich? Ja, die sind zwischenzeitlich, glaube ich, schon mal abgestiegen. Ach, Mann. Digga, ich halt drei. Hamburg ist seit 3 Jahren in der zweiten Liga, die können gar nicht am meisten haben. Also das obere ist durchgestrichen. Also ich habe Bremen, aber mein anderer Tipp wäre Bayern gewesen. Aber Bremen ist das, was ich einlogge. Boah, einer von euch hat es auf jeden Fall richtig. Es ist nämlich Werder Bremen. Ja, ja, ja. Boah, dieses Überlegen hat sich so gelohnt. Ich war die ganze Zeit hin und her und hin und her. Aber ich glaube, sobald die Saison... Hamburg hat mich hochgenommen mit dieser Scheißuhr. Ja, weil die seit 3 Jahren halt in der zweiten... Wir hatten ja die ganze Zeit am Meister. Die chillen jetzt schon so lange in der zweiten Liga. Die wurden von... Ja, weil die auch Gründungsmitglied waren und so. Manuel Neuer gehört ja zu den Topverdienern in Deutschland bzw. auch Europa. Wie viel Millionen an Euro verdient der Mann? Wir reden nur von dem Bayern-Gehalt. Ich halt rein. Glaub ich. Ja, der weiß einfach. Er ist ein Finanzberater von Manuel Neuer. Ja, okay, dann hier, Glückwunsch. Na, Simon? Hast du aufgeschrieben, Danny? Ja, ich halt auch schon. Also ich kann jetzt komplettes Obst sein, aber ich meine mal, irgendwie einen Bericht gelesen zu haben, von wegen, dass es bei Bayern so 3 Gehaltskategorien gibt. Dass die oberste ist, glaube ich, Lewandowski. Entweder mit Neuer zusammen oder Neuer ist eine drunter und Neuer ist so 20 Millionen. Weil noch eine drunter sind dann, chillen dann, glaube ich, so Kimmich, Goretzka und jetzt auch Coman, die sind so bei 17, 18. Ich habe 20. Ja, ist 20 richtig? Nein. Ich habe 21,1. Es sind 18 Millionen. Ah, nein. Ja, dann ist, glaube ich, Lewandowski auf 20,1. Also nee, tatsächlich steht hier bei mir gerade Lewandowski offen 15 Millionen. Manuel Neuer Topverdiener bei Bayern. Ja, guck mal, du hast Daten von 1930. Guck mal nach, der hat bestimmt schon 21. Nein. Alles up to date hier. Alles up to date. Krass. 2021. Lever kriegt er jetzt auch nochmal wahrscheinlich einen neuen, ne? Ja, gut. Ja. Ja, ist ein Punkt. Warum ist es so knapp? Das letzte jetzt, ne? Ey, wenn jetzt so eine richtig einfache kommt, ne, dann rasiere ich dich. Mach ja immer Schwieriges. Ja, ich habe jetzt noch eine Schätzfrage offen und es hat was mit Adidas zu tun. Wir gehen ein bisschen weiter weg vom Fußball. Einfach nämlich, Placement. Wann wurde denn Adidas gegründet? Ach nein. Ah, ich war doch sogar bei denen. Das ist jetzt die entscheidende Frage, ne? Muss man ich sagen. Ich kann ausgleichen oder ich werde richtig so rasiert. Ja, ich hab... Okay. Ja, scheiße, Digga. Ach, fuck. Warte, hat der das gegründet oder war es noch sein Vater? Ach, keine Ahnung, Mann. Okay, ich halt rein. Ja, same. Wahrscheinlich so Dreh 1950. Bisschen früher, bisschen später. Der hat ja 54 die Nationalmannschaft von Deutschland gesponsert mit den ersten Stollenschuhen, wo man so diese Noppen andrehen konnte. Man sagt ja auch, deswegen hat Deutschland die WM gewonnen. Das heißt, da gab es Adidas schon, aber wie viel früher gab es die? Nicht schlecht. Also 1950 sind wir schon sehr, sehr nah dran. Wo bist du, Simon? Ah, zu früh. Ich habe 1910, viel zu früh. Ja, 1949 ist hier. Stark. Ey, aber Danny, krank, Alter, krank. Bruder, die Frage hast du anders gedribbelt. Richtig stark. Auch mit dem Wissen. Tschüss. Ja. Tschüss. Boah, sehr gut. Also du musst dir sogar eine neue Frage ausdenken. Du hast gar keine mehr jetzt, ne? Weil jetzt steht's. Ich habe schon eine. Ich habe mir das schon fast. Aber es muss eigentlich jetzt eine Schätzfrage sein, weil wenn es was anderes ist, können wieder beide richtig oder falsch liegen, ne? Dann wird ja, sich das. Ja, ich habe eine hier. So, wie viele Tore hat Manuel Neuer geschossen? Hä? In seiner Laufbahn. Was? Wie viele Tore hat Manuel Neuer geschossen? Digga, wenn man im Elfer schießt ein Tor macht, zählt das als Tor? Real Talk gerade? Nein. Das hier nicht die Statistik. Aber es würden Elfmeter zählen. Wir gehen auch von seiner Jugend aus, ne? Ich habe ja die Daten bis 2004. Ja, aber das ist jetzt komplettes Rätsel. Oder hat er in seiner Jugend mal ein Jahr Stürmer gespielt?
Ja, Johann hält sich weg gerade mit seiner Antwort. Also Fun Fact, weil Neuer ja Schalke-Jugend ist, also der hat, als er ganz klein war, hat der Stürmer gespielt. Da war der aber noch nicht bei Schalke. Und dann ist er zu Schalke gegangen und dann war der der Größte und dann haben die den deshalb ins Tor gepackt. Boah, das andere Wissen wird hier die ganze Zeit ausgepackt im Video, ich fühle das. Ja, das hat er mir irgendwann im Interview erzählt. Der ist so richtig random im Tor gelandet. Ich weiß jetzt nicht, ob es 1-1 so war, aber der war vorher mal Feldspieler, als er ganz klein war. Hä, Frage gefällt mir gar nicht, Mann. Bro, also Vorlagen hat er ja ein paar gemacht, so 2010 gegen England den Ball auf Klose und, aber Tore? Egal, ja, ich halt 0 rein. Also dann gehe ich wahrscheinlich rutschen, weil du würdest ihn nicht nehmen, wenn er 0 hätte, aber keine Ahnung. Ich habe auch 0. Echt? Ja, es ist 0. Echt? Es ist 0, ja. Ja, ja. Das wir zum Obst machen hier. Ich habe sogar überlegt, ob ich 0,5 schreibe. Dass falls du 0 machst und es 1 ist, ich richtig liege, so weißt du. Aber gut, hätte ich auch direkt 1 schreiben können. Aber gut. Ja. Okay, ich habe jetzt nochmal zum Finale eine ganz gute Frage, glaube ich. Ich glaube, da werdet ihr auch nicht gleich Antwort haben. Bitte. Nämlich, wie lange oder wie oft wird genäht? Nein, Spaß, nein. Hey, du hältst Nein. Also, wie viele Tore hat Cristiano Ronaldo bis heute geschossen? Er hat sogar, glaube ich, einen Rekord gemacht vor kurzem. Fuck, er hat sogar dieses Bild gepostet mit dem Rekord und da stand die Zahl groß drauf. Ich möchte aber kurz nochmal sagen, ich gehe jetzt vom 3.12.2021 aus. Also, ich habe keine andere Zahl jetzt hier. Das hat den überhaupt getroffen? Ich glaube, schwer, oder? Also ist ein Monat ja jetzt vergangen sozusagen, ja, deswegen höre ich es mal an. Ja, weil schon Premier League macht ja gar nicht so Winterpause richtig. Deswegen. Oh, was war denn das für eine Zahl, die da drauf stand auf seinem Ding? Ey, ich habe schon eingeloggt, ich will kurz nachgucken. Ich will wissen, ob ich so Brain bin. Nein, ich guck nicht nach, du sollst auflösen. Fuck, entweder bin ich Brain oder ich bin Obst. Ja, ich weiß. Das siehst du blamieren oder kassieren. Ich glaube, es ist blamieren oder kassieren gerade. Zählt die Jugendmannschaft auch wieder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, als erster Profi, Profitor. Warte, Profitor, warte, wie alt ist er gerade? Kommt das hin? Nee, das ist doch viel zu viel, was wir hier gerade haben. Ah, irgendwie so eine Zahl stand da doch drauf. Digga, also Simon hat ja schon eingeloggt. Also ich bin sicher, stand irgendwie eine 6 vorne, oder? Ich ändere nicht. Immer wenn ich ändere, verkacke ich dadurch. Ich ändere trotzdem noch leicht. Jetzt mach einfach nochmal 7 runter. So. Änderst du auch? Ja, es wäre unfair, wenn ich jetzt ändere. Ich bin Obst. Ich bin so Obst. Ich wusste es gar nicht, ich bin so Obst. Wieso? Also, was habt ihr als Antwort? Sag einfach. Ich hab was mit 6 einfach. Vorne. Ich hab 681. Ich hab gar keinen Plan. Ich glaube, 6 war vorne beim Bild. 801. Oh mein Gott, nein. Was hast du? Wie viel hast du? Was hast du? Nee, 681. Oh. Danny, du hast trotzdem gewonnen. Was? Ich hab 120 daneben. Wie weit liegst du daneben? Ich hab 960. Ja! 160 daneben. Ja! Ja, aber wieso hatte ich im Kopf, dass er immer so ein 6 stand? Aber was ist das für eine kranke Quote? Ich hatte 1. Ich hatte im Kopf, dass der irgendwie ein Inside-Bild gepostet hat, dass er 950 Tore gemacht hat. 952. Ja, nee, ich weiß nicht warum, anscheinend kein Gehirn. Irgendwas mit 800. Warte, ich guck jetzt mal, Christian. Irgendein Insta-Bild. 801! Stimmt, da steht 801 drauf auf dem Bild. Hä, wieso? Scheiße. Ja, die 8 und die 6 sind halt auch ähnliche Zahlen. Aber Leute, aber das 801. Ist 801 Tore in 1090 Spielen. Ja, also ist cool, dass er ein paar Tore gemacht hat. Können wir kurz festhalten, dass ich gewonnen habe? Was? Mit wie viel? 7-6. Nee, ich habe den Punkt falsch eingetragen. Ja, 7-6 für mich jetzt am Ende. Also ich darf 6 Spieler saven. Ja, du darfst 6 Spieler saven. Okay, dann stelle ich schon mal um. Ey, GG's, man, waren sehr geile Fragen. Das hat richtig Bock gemacht. Hi, Freunde, hier der Cutter aus der Zentrale. Ich habe 8-7 gezählt. Ihr könnt es ja gerne nachzählen und dann entweder mich oder Danny korrigieren. Ja, ich nicht. Bei mir sind 4 Icons drin, fühle ich gar nicht. Ja, ich habe umgestellt. Pack mal jetzt die Geister raus, wäre korrekt. 6 Stück, ja. Ja, also für mich ist es ehrlich in Ordnung, weil ich diesmal nichts Krasses treffe. Reicht aber irgendwann, glaube ich. Also, du kannst safen den Ersatzspieler, den kannst du zur Reserve tun schon mal. Wichtig, auf den habe ich gegambelt. Let's go. Oh, scheiße. Dann die beiden Stürmer. Richtig. Ah, was soll die Scheiße? Die beiden Innenverteidiger. Ah, weiß ich nicht. Komm schon. Und den... Ah, jetzt sage ich ihr genau das, was du haben willst wahrscheinlich. Ah, Link-Mittelfeldspieler. Ah! Du hast gute Leute rausgehauen. Kimmich Headliner überlebt. Tuan Sebe. Ah fuck, ich dachte, wäre eine SBC. Okay, never mind. Insigne, Adidas, SBC. Ja, nee, Digga. Hier ist drin geblieben. R9, Baby-Icon, KK, Baby-Icon, Del Piero mit Icon. Sind schon noch ein paar gute Leute drin. Ich fülle mit Bronze auf. Ja. Fuck, Digga. Ah, du hast ja 7 Picks! Ah!
Nur 5 Leute überleben jetzt von den Rätseln. Ah ja, ciao! Ach stimmt! Oh mein Gott! Ich hasse das Format. Immer wenn man denkt, man ist ganz gut rausgekommen, kommt ja die Scheiße noch. Also ja, das Ding ist vom ciao, Prinzip her... Digga, ich geh schon wieder rutschen. Ey, gar kein Bock auf sowas, ehrlich. Ah, ich geh schon wieder rutschen. Ja. 7 Stück. Tu es einfach, tu es! Nimm den Reservespieler. Nimm den Torwart. Ah, warte. Der Reservespieler ist nicht mehr da, hä? Dann, okay, dann wäre das ja ein Bronze, wenn ja, es dann wäre es Bronze gewesen, ja, ist gut. Schade. Okay, Torwart auch. Dann das... 7 schon 4. Mach das gesamte Mittelfeld einfach. Digga, es bricht mich einfach. Es bricht mich jedes Mal. Und dann nehmen wir noch den rechten Verteidiger. Barella Headliner, Ruben Diaz, Del Piero mit Icon, R9 Baby. Hast die beiden krassesten getroffen, GGs. GG. Ach, es bricht mich. Es bricht mich, dieses Format. Es bricht mich alles aktuell. Kann ich dich bitte einfach mal ein Duel-Video aufnehmen, wo ich gewinne? Wo ich nichts diskarde? Es wäre mies cool, wirklich. Ich schwöre, ich würde niemals bei diesem Format als Teilnehmer mitmachen, ey. Da gibt's nur Bruch. Nee, auf gar keinen Fall. Du wirst nur gefickt. Aber trocken in den Arsch. Ich hab das Format irgendwie 5-mal mitgemacht, 5-mal gewonnen bisher. Aber wirklich trocken in den Arsch, Alter. Tschüssikowski, cool. Also dieses haben halt einige in die Kommentare geschrieben, dass er nach Differenz diskarden soll. So bei 7-6 wäre es jetzt ein Discard aus dem ganz normalen Team gewesen. Aber das ist halt bei jeder Serie gefühlt, so. Hätte ich gefühlt. Man braucht eine Serie, wo man auf Kacke haut. Ehrlich, man muss ab und zu auch auf Kacke hauen. Ich finde das Konzept so geil, weil sonst, wenn du 4-0 hinten liegst, ach, keine Ahnung, gibst du dir gar keine Mühe mehr. So. Leute, wir sind raus. Ich wollte mir ursprünglich mal das komplette Team of the Year einfach für den Flex kaufen. Ich hoffe, ich kann mir wann auch immer das Toti kommt, den Torwart leisten. Würde ich mich freuen. Danny, cooles Format, Bruder. Fühl dich richtig geil. Lass doch mal aufnehmen. Sehe ich mich. Nächste Woche? Noch vorm Toti so kurz? Ja, geil. Safe, lass machen. Cool. Nice. Ja. Ey, Heißen. Cool, dass du am Start warst. War sehr nice. Guter Quizmaster. Danke dir. Ich bin raus. Ihr seid raus. Wir sind alle raus. Könnt denen noch irgendwas sagen, wenn ihr wollt.